Der Freimaurer will sicherlich ein besserer Mensch sein, als er ohne die Freimaurerei wäre. Erkenne dich selbst, beherrsche dich selbst und veredle dich selbst. Und die Illuminaten haben sich ja verstanden als so eine Art Elitetruppe der Freimaurer. Es muss hier eine große Ausstellung gezeigt werden, wo man die Dinge miteinander verbindet. Das ist ja noch nie aufgearbeitet worden. Es gab nie eine große Ausstellung zu dem Thema. Also Gotha ist für die Spätphase der Illuminaten der zentrale Standort in ganz Deutschland gewesen. Und die Gotha Freimaurerloge ist zwar nur eine von sehr vielen in Deutschland gewesen, aber auch immer eine wichtige Loge. Und die Freimaurer waren ein Bund, der sich nicht versteckt hat, der zwar geheim seine Sitzungen abgehalten hat, aber ansonsten konnte jeder sehen, ich bin Freimaurer, ich gehöre sozusagen zur bürgerlichen Elite dieser Stadt. Während die Illuminaten ein wirklich versteckter Geheimbund waren, wo man nicht mal ahnen oder wissen konnte, dass die Mitglieder eben Illuminaten waren. Der Freimaurer wird aufgenommen, er muss also angesprochen werden. Gerade am Anfang ist es sicherlich nicht so, dass man einfach sagen kann, ich möchte auch Mitglied werden. Also Menschen niederen Standes haben da natürlich gar keine Chance. Sie können nicht als Schuster sagen, ich möchte jetzt gerne in die Loge eintreten. Es gibt also Lehrlingsgrad, Gesellengrad, Meistergrad und jedes Mal muss man eine Einweihung absolvieren innerhalb der Logen. Und der wichtigste Grad, der höchste, ist natürlich der Meistergrad. Also Ernst II. Ist ein Mann, der ungeheuer redlich war, also fast bis zur Gedrücktheit hin erzogen, aufklärerisch und tugendhaft zu sein, der sich sogar bei Untergebenen entschuldigt hat, wenn er ihnen nicht gleich entgegenkommen konnte. Man ist also nicht mehr der Herzog von Gottes Gnaden, wie das zur Zeit des Barock war, sondern man ist eben jetzt der aufgeklärte Herzog, der sich auch dem Bürgertum etwas mehr näherte. Der war sehr freimaurerisch interessiert, wurde auch gleich zu einem Logenoberen gemacht von einer großen Landesloge. Dass Fürsten wie Ernst II. Oder Hochadelige eben wie sein Bruder, selbst wenn der kein Regent war, dass die so schnell aufgenommen waren, war nicht ungewöhnlich. Und das hat eben damit zu tun, dass es völlig undenkbar war, dass ein regierender Herzog oder überhaupt jemand von so hochedelblütiger Geburt wie die Herzöge von Sachsen-Gotha im Lehrlingsstand verharren, dass man das also im Schnelldurchlauf gemacht hat. Kenntnisse zum alten Ägypten hatte ja Ernst II. Seit seinem Prinzenalter, kann man sagen. Es gibt ja eine ganz herausragende, bedeutende herzogliche Bibliothek, also die wesentliche Literatur zum alten Ägypten vereinte. Und aus diesem Fundus heraus, aus diesem Denken heraus, hat eben auch dieser Ägyptenbezug in Gotha schon mal so einen ersten Schritt vorzuweisen, auf den dann Ernst II. Aufbaute, indem er sich immer stärker mit Ägypten auch beschäftigte, unter dem Blickwinkel der Freimaurerei.
Zum Beispiel ist eben die Mumie wesentlich, diese Meisterinitiation in den Freimaurerlogen. Und Isis spielt eben eine große Rolle als Naturgottheit, als Muttergottheit, als Zauberreiche, als Göttin, die mit Magie also sehr viel anfangen konnte und die auch ganz wichtig und wesentlich ihren getöteten Gatten Osiris, also zum neuen Leben, wieder erwecken konnte. Der Park ist natürlich auch ein reiner Mysteriengarten, wiederum unter Ernst II angelegt. Also das ist alles die ganz frühe Zeit, als er in der Loge Mitglied war, als die Loge auch gegründet worden ist. So um 1774, 75 wurde der Garten auch gleich organisiert, wie die Gestaltung aussehen sollte. Und von Anfang an war eben auch so ein Tempel vorgesehen. Und das war der Tempel des Mercurius in Ferus, eben dieses ihm sehr liebgewonnenen Kompositgottes, der eben auch die Verschwiegenheit der Freimaurerei so zum Ausdruck brachte durch den Finger, den er auf den Mund legt. Bei der Schwedenkiste handelt es sich um den gemeinsamen freimaurerischen und illuminatischen Nachlass von Herzog Ernst II. Von Sachsen-Gotha-Altenburg und dem Cheforganisator des Illuminatenordens hier in Thüringen, Johann Joachim Christoph Bode. Also die Schwedenkiste ist das Arbeitsarchiv der Illuminaten. Da wurde alles abgelegt, die Protokolle, die Aufsätze, die innerhalb der Orden verlesen wurden, die Berichte, die man an die Oberen geschrieben hat alle 4 Wochen, die Zurückgaben der Oberen an die einzelnen Mitglieder. Also es war ein enorm bürokratisch sozusagen zentral organisiertes Vereinswesen in gewisser Weise. Und das ist später dann eben nach Stockholm abtransportiert worden und heißt deshalb Schwedenkiste. Es waren tatsächlich 3,5 Kisten ungefähr, also 3 große, eine kleine, die da nach Stockholm gegangen sind, 1804. Man hat es aber sehr lange für die Forschung nicht verwenden können. Die Geschichte ist noch gar nicht auserzählt. Allein diese Schwedenkiste ist so reichhaltig, das sind Zehntausende von Einzeldokumenten, dass man da noch Jahrzehnte wird forschen können. Und das interessiert uns besonders.